Bei ihrem Einsatz kommen Kriminalkommissar Max Hagen und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert einem Familiengeheimnis auf die Spur. Die 1525 ist Parkplatz am Stadtwald. Zwei Randalierer, braucht dringend Hilfe. Verfügbare Einheiten in der Nähe? Fragezeichen. Der Egon 2613 ist in der Nähe. Wir könnten übernehmen. 2613, ja, geben Sie weiter. Ja, wir fahren. Die Streifenbeamten haben alle Mühe, die hochaggressiven Täter unter Kontrolle zu bringen. Die Kripo-Kommissare müssen sofort eingreifen. Oh, Achtung, da fliegt was. Hey, Polizei! Hey! Hey! Runter damit! Runter! Geht's euch gut oder was? Hey! Junge! Auf den Boden! Halt alle Fresse! Auf den Bauch! Hey! Hör jetzt auf! Ich hab einen Scheiß. War euch alles okay? Ist bei euch alles okay? Ja, alles gut. Beim Eintreffen war die Lage relativ unübersichtlich. Die Kollegen der Schutzpolizei hatten hier am Ende des Parkplatzes deutlich zu tun. Hier waren zwei Jugendliche, die haben mit Essen und Flaschen geworfen. Bei unserem Eintreffen eskalierte das dann letztendlich total. Die haben gezielt mit Flaschen auf uns geworfen. Wir mussten die Jugendlichen erstmal überwältigen. Und Tobi, was war denn hier überhaupt los jetzt? Ja, eine Frau hat die Polizei gerufen. Mann irgendwie mit Schnittverletzung. Ja. Die Jungs vom Erdbeben sind auch schon da. Die sind gerade hier vorbeigegangen. Wir wollten jetzt dazu stoßen. Ja. Aber das waren die Jungs hier. Was haben die damit zu tun? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Oh, weia. Kann ich dir nicht sagen. So weit sind wir. Ja, das ist. Moin. Hi. Hallo. Wir sind von der Kripo. Was ist hier passiert? Einen Gartenarbeit vorgefunden. Der hat eine ordentliche Schnittverletzung hier auf der Hand. Wie ihr seht, wir müssen jetzt erstmal schnell versorgen. Uiuiui. Und dann müssen wir ihn in den Rettungswagen bringen, wo wir ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen haben. Ja, und klar. Und da werden wir weiter gucken. Wo ist auf jeden Fall in die Klinik mit der Runde? Ich bin die Ehefrau. Wie ist das denn passiert? Das war ein Arbeitsunfall. Ich habe hier mit der Heckenschere gearbeitet und dann bin ich ausgerutscht hier vorne und dann bin ich mit der Hand hier in die Schere reingekommen. Alles klar. Hab ich ein bisschen weit nach vorne gebeugt. Noch ist unklar, was die Verletzung des Mannes mit den beiden Randalierern zu tun hat. Von der Ehefrau erhalten die Polizisten erste Informationen. Doch ihre Aussage stellt sie vor ein neues Rätsel. Ich habe ihm das Mittagessen vorbeigebracht und finde ihn hier verletzt. Ja. Und diese zwei Jungs hier, die gepöbelt haben, die habe ich natürlich auch gesehen. Okay. Die sind hier. Weiß nicht, vielleicht haben die ihm irgendwas getan. Er hat ja nichts gesagt. Mhm. Ihn hat also auch nicht mehr gesagt als das mit dem Arbeitsunfall? Nein. Das haben wir nicht. Verletzt Ihr Mann sich öfter? Nimmt er irgendwelche Medikamente überhaupt oder Drogen? Überhaupt nicht. Nee. Ganz und gar nicht. Die Art der Verletzung lässt bei den Sanitätern Zweifel an der Aussage des Landschaftsgärtners aufkommen. Und auch die Kripo-Kommissare haben Beweise dafür, dass der Mann gelogen hat. Rein technisch geht es nicht, dass er sich selbst verletzt hat, weil er muss die beide Hände benutzen und da kann er ja... Ist das mit so einem Sicherheitsding. Eine Hand wegnimmst, dann wird die auch... Wir schauen uns das nochmal an. Ja, solange er jetzt nicht ein bisschen mehr was sagt, kommen wir hier jetzt nicht weiter. Ja, aber es ist doch so ein bisschen komisch, ne? Wie, er kann sich nicht selbst verletzt haben, die Jungs tauchen hier auf. Ich meine... Entschuldigung, ihr beiden, ist das so eine Sicherheitsmaschine, wo das eigentlich gar nicht möglich ist? Ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Das wissen wir ja auch noch nicht so genau. Aber wenn ich mir das so angucke... Guck mal, hier ist Blut, Ja. Da ist Blut, da ist eine Heckenschere Blut. Guck mal, wenn ich mir das so anschaue, so ein Ding habe ich doch zu Hause auch, dann ist das doch hier... Hier vorne ist auf jeden Fall nochmal ein extra Schalter. Der Unfallhergang, den uns der Mann geschildert hat, ist so jetzt erstmal nicht plausibel. Wenn man sich diese Heckenschere jetzt einmal anschaut, sieht man, dass die mit zwei Griffen betätigt werden. Und nur wenn beide Griffe gleichzeitig betätigt werden, läuft die Maschine. Wenn man den Griff hier oben loslässt, stoppt die Maschine sofort. Es ist technisch unmöglich, dass die Säge weiterläuft und er sich selbst verletzen kann. Sehr komisch. Sehr komisch. Guck mal hier. Das glitzert irgendwas, ne? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Du hast noch Handschuhe an? Ja, ich hab's gerade schon wieder ausgezogen, aber ich zieh nur noch mal an. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Armband oder eine Uhr? Das ist ein Armband. Und auch Blut dran. Oh, das kann nicht von ihm sein, ne? Das sieht nicht so aus, als würde er das bei der Arbeit tun. Sieht ja auch weiblich aus, ein bisschen. So, ich würde sagen, das Ding nehmen wir gleich noch mal mit. Ja. Hast du auch noch einen Handschuh? Ich habe Handschuhe dabei. Dann trage ich das Teil. Ja. Die Polizisten müssen klären, warum das Opfer gelogen hat. In ihrer Vernehmung bekommen sie Unterstützung von der Ehefrau. Auch sie zweifelt die Aussage ihres Mannes an. Diese beiden Jungs, sind die aufgetaucht, nachdem ihr Mann schon verletzt war? Nein, die waren schon da. Die sind da immer hin und her gerannt. Und
Und dann hat der Mann sich verletzt? Die Jungs haben da gar nichts damit zu tun. Ich habe mich doch nur an der Schere verletzt. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, aber wie denn? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mann, ich wollte den Ast abschneiden. Das habe ich doch schon gesagt. Da hast du die doch mit beiden Händen in der Hand. Wie kannst du dir das... Wie war Ihr Name nochmal? Schmieder. Herr Schmieder, schauen Sie sich mal das Armband an. Ist das Ihr Armband? Nein, das ist nicht mein Armband. Keine Ahnung. Das haben wir jetzt 2 Meter oder 1 Meter von Ihrer Schere entfernt gefunden. Ja, glauben Sie, dass ich ein Armband trage? Nee, aber da ist Blut dran. Wir können ja feststellen, ob das Ihr Blut ist. Das Opfer beharrt darauf, sich die Verletzung selbst zugefügt zu haben. Um die Hintergründe für seine Falschaussage zu ermitteln, vernehmen die Kripo-Kommissare seine Frau alleine. Mit ihrer Aussage nimmt der Einsatz eine dramatische Wendung. Was geht jetzt hier ab? Jetzt will ich mal echt mal wissen, was hier los ist. Und nicht so dicht an den Jungs ran. Was ist los? Mein Mann hat da einen Sorgerechtsstreit mit seiner Tochter. Die heißt Lena und ich... Das ist Ihr Armband. Ihr Mann hat einen Sorgerechtsstreit mit Lena, dass sie seine Tochter ist. Ja. Und das Armband gehört ihr, da sind Sie sicher? Ich denke, dass das Lenas Armband ist. Aber ich kann mir das... Ich weiß nicht, was wo ist da die Lena? Vorgefallen sein soll. Ich rufe sie an. Wie alt ist denn die Lena? 16. Wo könnte sie jetzt sein, aufhalten? Sie lebt bei ihrer Mutter. Und Ihr Mann versucht, das Sorgerecht zu bekommen für Lena. Genau, sie ist da nicht so gut aufgehoben. Bei der Mutter? Wir kämpfen um das Sorgerecht. Aha. Klingelt's da nicht irgendwo? Warte. Hallo? Lena! Hallo? Bleiben Sie mal stehen, bitte! Bleiben Sie bitte mal stehen! Hallo? Hallo? Alles gut? Hey, alles gut. Wir tun hier nichts. Wir tun nichts. Nein, wir sind von der Polizei. Keine Angst. Wir tun hier nichts. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir haben die junge Dame dann ungefähr auf Höhe des Vorfalls gestellt und sie war wirklich sehr mitgenommen und es hat eine Weile gedauert. Ich habe sie da noch ein bisschen in den Arm genommen, weil ich wusste gar nicht, wie ich ihr sonst erstmal helfen sollte, damit sie sich ein bisschen stabilisiert. Und dann kam so nach und nach immer mehr so ein bisschen Licht ins Dunkel. Ihr Vater hat sich hier verletzt mit einer Kette mit, wie heißt das, Heckenschere? Mit einer Heckenschere. Ist nicht weiter schlimm, ist nur eine Handverletzung. Ja. Ist das schlimm? Ist es nicht weiter schlimm? Geht's ihm gut? Es geht ihm relativ gut, ja. Nur das Problem ist, er kann sich nicht selbst verletzt haben. Er sagt das zwar, aber es sieht nicht danach aus. Und als besonderes Bonbon haben wir dieses Armband gefunden. Das ist dein Armband. Das Ihr Armband ist. Nein, das ist nicht von mir. Das habe ich noch nie gesehen. Doch, das komisch, Ihre Stiefmutter erkennt es aber als Ihr Armband. Das haben Sie überschenkt. Doch, das haben wir damals in der... Da ist Blut dran. Und wenn das Blut dann das gleiche Blut ist wie von Ihrem Vater, dann ist das natürlich absolut im ursächlichen Zusammenhang zu sehen. Das hat Papa dir in Blut. Also ich weiß nicht genau, warum Sie jetzt mauern, ehrlich gesagt. Lena. Was wir haben, wissen noch. Ja, klar, es ist ihrs. Ich wollte das doch gar nicht. Versuchen Sie uns doch einfach zu erklären, was passiert ist. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Die Verletzung von Ihrem Vater wird wieder heilen. Er ist jetzt in guten Händen im Rettungswagen. Es ist alles gut. Das wird wieder alles gut, mein Papa. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ich war vorhin mit meinem Freund und Falco. Waren wir zusammen im Park und die beiden waren besoffen. Ja. Welcher Freund? Falk. Die wir da festgesetzt haben vielleicht? Die beiden Jungs, weiß ich nicht, nehme ich mal an. Ja, die beiden sind besoffen, die wissen wahrscheinlich nicht, was sie machen. Das sind deine Freunde. Und erzählen Sie mal weiter, was ist passiert? Und ja, wir brauchten Biernachschub und wir hatten kein Geld mehr. Und dann haben wir meinen Vater gesehen, der arbeitet hier immer. Und dann haben die Jungs gesagt, Lena, geh doch hin und frag ihn nach Geld. Und ich habe gesagt, ja, okay. Den Vater nach Geld fragen? Ja. Ja, okay. Und dann? Und dann bin ich dahin und habe ihm gesagt, dass ich Geld bräuchte. Und anstatt, dass er mir das einfach gibt, wollte er es mir nicht geben. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe mich gewehrt und habe gesagt, er hat ihn angeschrien, er soll mir das doch einfach geben. Und ich habe dann einfach die Heckenschere genommen. Und irgendwie, er wollte mir sie wieder abnehmen. Und seine Hand ist einfach dazwischen gekommen. War ein Unfall. Ja, ich wollte das. Das glaube ich Ihnen auch. Das glaube ich Ihnen total. Die Polizisten konfrontieren den Vater mit ihren Ermittlungsergebnissen. Daraufhin gesteht er, dass er seine Tochter mit einer bewussten Falschaussage schützen wollte.
Also Sie müssen auf jeden Fall zu uns zur Kriminalpolizei kommen, dann müssen wir das auch protokollieren. Oh, ist denn das so wichtig? Das ist wichtig, auf jeden Fall. Das muss ich einmal zur Abklärung fahren, die ins Krankenhaus, drauf, ja klar. Genau, und danach ist klar, ja aber, denke klar, ich mal, auch klar wieder... Wir fahren mit. Mit ihr möchte ich gern zur Wache fahren direkt. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt, müssen wir jetzt klären. Das ist doch gar nicht weiter passiert. Sie können sie doch gehen lassen. Nee, nee, das, die lassen wir jetzt erstmal nicht gehen. Das können Sie gerne machen. Kommen Sie hoch. Tut mir so leid, Papa. Entschuldigung. Tut mir so leid. Primär ist das hier jetzt eine familiäre Sache. Das war ein Unfall geschehen oder vielleicht war es auch eine gefährliche Körperverletzung. Das werden jetzt die Detailbefragungen an der K-Wache ergeben. Können Sie noch mal einen Streifenwagen holen? Für einen Abtransport brauchen wir noch einen. Super, danke. Die Tochter wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die beiden Randalierer müssen sich wegen Nötigung und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Vater wird keine Folgeschäden davontragen.